Eigentlich müssen wir diesen Baum echt wegbrennen. Aber der brennt schon von alleine weg, glaube ich. Ja, ich glaube, jetzt sind wir bereit zum Aufbruch nach Novigrad. Oh, aber erstmal die Aussichten müssen wir, glaube ich, auch nochmal kurz gucken. Der Turm da hinten. Ist das Ochsenfurt? Ich guck mal kurz auf die Karte. Ist das Ochsen? Nein, das ist nicht Ochsenfurt. Entschuldigung. Die Reuseninsel? Ist das... Das ist der Turm auf der Reuseninsel, muss das sein. Von der Richtung her, oder? Ja, das muss der Turm auf der Reuseninsel sein, da hinten. Krass. Krasse Weitsicht. Okay, also, Ciri. Auf nach Novigrad? Ja, wir gehen nach Novigrad. Gucken uns da mal ein Panoptikum, ein paar Zwillinge an. Hm, was die Dorfbewohner jetzt wohl davon halten, die auch noch rumlungern, dass wir da oben ein bisschen abgeschlachtet haben. Die Eiche ist tot. Ja, gut so. Die Eiche, die Mumen. Ich fürchte, das war euer letztes Fest. Yep. Und unsere Eichel? Naja. Die Frage, soll ich ihnen die jetzt geben? Ich weiß nicht, was ich sonst damit soll. Ihr müsst in der Tat lernen, ohne sie zu leben, weil es gibt keine mehr. Aber eine hätte ich noch. Komm, ich brauche die auch nicht, glaube ich. Ich habe eine. Nehmt sie. Nur eine? Was machen wir denn jetzt? Pflanzen Baum. Dies ist kein Niemandsland mehr. Es gehört nicht mehr den Herrinnen. Es gehört euch. Ja, macht euer eigenes Schicksal. Was sollen wir jetzt machen? Was ihr immer macht. Es ist Zeit. Lebt für euch selbst. Ja, ihr müsst nichts mehr opfern für die Herrinnen, die euch sowieso nie geholfen haben. Lebt euer Leben. Kann ja nicht so schwer sein, oder? Aber eine Muhme lebt noch. Die möchte ich eigentlich auch noch abstechen. Jetzt werden wir in Neumünster einfach auf jemanden zugehen und abstechen. So. Lad, lad, lad. Lad, lad, lad. Wir laden bis zum geht nicht mehr. Und dann laden wir noch ein bisschen weiter. Der lädt wirklich ein bisschen lange jetzt. Aber gut, wir gehen ja auch nach Novigrad. Das ist ja ein kleiner Weg. Eine Woche später, freie Stadt Novigrad. Eine Woche haben wir für den Weg gebraucht. War aber langsam. Da hat Ciri uns aber ganz schön zurückgehalten. Normalerweise laufen wir das in 10 Minuten oder so. So, was gibt's Neues in Novigrad? Ein paar Framerate-Einbrüche gibt's hier. Das sind Anderlinge. Ich dachte, die Jäger und die Tempelwache wären hinter Magiern her. Naja, jetzt sind's anscheinend die Anderlinge. Die Magier sind weg. Die Jäger brauchten neue Beute. Verdammte Scheiße, ey. Die Leute drehen doch völlig am Rad hier. Ah, Radovid, sein Banner. Hat Novigrad übernommen. Na, hier hat sich ja einiges getan. Wir werden niemals verschwinden. Und bei Hexenjagden wird es niemals um Hexen gehen. Nee, es geht um die Jagd. Die Menschen haben schon immer das Unbekannte gefürchtet. Als alle Magier aus Novigrad verschwunden waren, richteten die Leute ihren Zorn gegen Anderling. Fuck. Und wie sie es seit Jahrhunderten tun, erklärten sie ihren Nachbarn zu ihren ärgsten Feinden. Verdammte Wichser. Man kann ja nicht einfach mal friedlich mit anderen Leuten zusammenleben. Nee, muss sie gleich alle umbringen und verbrennen. Penner. Rittersporn, füll die Krüge! Wir haben Gäste! Geralt, Ciri. Rittersporn, alte Hütte! Als ich hörte, dass Geralt dich gefunden hat. Ich freue mich auch, dass du sicher bist, Rittersporn. Wo seid ihr beide gewesen? Oh, da hinten. Wir haben die Mumen von Velen, den General der wilden Jagd, zur Strecke gebracht. Nun, ihr hattet einen ziemlich ereignisreichen Tag. Würde ich auch sagen. Ihr seht wirklich schrecklich aus.
Ihr solltet euch aus... Du bist auch hässlich wie die Nacht. Gute Idee. Zeigst du mir mein Zimmer? Natürlich. Komm, kleine Schwalbe. Ich bring dich hin. Wir treffen uns später, Geralt. Ich muss noch was erledigen. Ich mache mich frisch und warte am Platz in Gildorf auf dich. Alles klar, gut. Gildorf, Platz, merke ich mir. Ist außer uns noch jemand hier? Triss und Jen sollten die übrigen Mitglieder der Loge der Zauberinnen zusammenrufen. Sie arbeiten daran. Triss ist oben und wartet auf dich. Yennefer ist bei der Krüppelkarte. Ah, alles klar. Jen? In der Spelunke? Warum? Sie hat es mir nicht gesagt. Stell dir vor. Sie sagt nicht immer so viel über ihre Pläne. Dein Elf ist in der Rubin Suite. Ich soll dir sagen, dass er auf dich wartet. Okay. Du hast ihm das beste Zimmer gegeben? Er hat nicht wirklich gefragt. Ich hatte ein anderes Zimmer für ihn vorbereitet, aber er ist reingestürmt und hat sich im Rubinzimmer eingesperrt. Na. Seitdem ist er nicht mehr rausgekommen. Isst kaum, trinkt nur Wasser und er hat gesagt... Benachrichtige mich, wenn Gwynblade und Cyrael da sind. Danke. Sieht so aus, als hätte ich einiges zu erledigen. So sieht es aus. Es gibt natürlich immer was zu tun. Sprich mit Avalach, hilf Triss, Philippa zu befreien, hilf Yennefer, Margarita zu befreien, hilf Ciri über ihren Erledigungen in Novigrad. Man hat immer... Entschuldigung, was zu tun. Lager. Ich wollte gucken, wir hatten doch mal so eine geile Armbrust gebastelt. Ja, die Bärenarmbrust nämlich. Und wir können sie endlich benutzen. Endlich ist es soweit. Ich frage mich, ob wir auch noch ein paar neue unsere Sachen ein bisschen verbessern können hier. Ein bisschen ausbauen. Bärenarmbrust. Erstmal nehmen wir die Bärenarmbrust. Die ist voll bärig. So. Und so. Guck mal, wie bärig die ist. Und ich wollte mal kurz gucken in den Quests. Haben wir eigentlich alle... Ich wollte Quests machen, Entschuldigung. Haben wir eigentlich alle... Nein, wir haben noch nicht alle Verbesserungen gefunden. Aber wir können die jetzt alle machen. Pass auf. Ich mache jetzt Folgendes. Ich suche alle Schemata für Verbesserungen. Und rüste dann meinen Kram noch weiter auf, bevor wir weitermachen. Genau das werde ich jetzt tun. Ich hoffe, ich hoffe, ich finde da Zustimmung. Ich mache das einfach. Schemata zur Verbesserung der Wolfsschulenausrüstung. Die wollten wir sowieso nochmal. Ne, und so. Unsere Erledigungen hier werden noch eine Weile warten müssen. Und ich glaube, das können sie auch. Dafür muss ich wieder nach Skellige. Ach so, er zeigt mir sogar den Weg zum nächsten Schnellreise-Dingens. Weil ich möchte gerne die beste Ausrüstung haben, die ich haben kann, wenn es jetzt gegen den König der wilden Jagd geht demnächst. Daher versuche ich jetzt mal alle Schemata zusammenzukratzen. Ja, sind wieder nach Skellige. Zup. So, wo finden wir die Teile? Da finden wir einen Teil. Und da finden wir einen Teil und... das sind nur zwei. Gut, dann gehen wir am besten erstmal dahin. Arinbjörn. Gehen wir erstmal zu Björn. Dem guten Geralt alten Björn. Geralt ihnen entgegentreten, doch er brauchte die Hilfe von Freunden. Die wilde Jagd würde nur mit außerordentlich mächtiger Magie zu besiegen sein. Triss und Jen beriefen die aufgelöste und dezimierte Loge der Zauberinnen wieder ein. Auch Avalach begann Pläne zu schmieden. Da schmieden sie alle Pläne. Und ich finde Pläne, um bessere Ausrüstung zu schmieden. So dreht sich alles im Kreis. Es ist alles ein riesiger Vortex aus Schmieden und Plänen. Schmieden. Irgendwas zwitschert da, aber da können wir jetzt keine Rücksicht drauf nehmen. Bist blass. Ja, ich bin sehr blass. Und gesoffen habe ich sowieso immer. Ich saufe eigentlich ohne Unterlass. Ich höre schon die Wölfe heulen. Ach, heul doch nicht rum. Erzähl mir doch nichts, weißer Wolf. Ich bin hier der weiße Wolf. Wusstest du das nicht? So, Level 15 weißer Wolf. Ach, da sind noch mehr.
Gut, die lasse ich jetzt einfach mal links liegen. Ich muss hier dringend Ausrüstung finden. Wo haben wir es denn? Wir müssen doch gleich da sein. Ah, da vorne, ja. Alles klar. Oh, müssen wir da rein? Augenscheinlich müssen wir hier hinein. Ach, guck mal, da ist das Symbol. Ich sollte mich ein wenig umsehen. Ja, vielleicht gucken wir mal hier, da. Schema, überlegenes Wolfsilberschwert. Genau das wollte ich haben. Oh, das war jetzt nicht so schwierig. Nächstes Schema ist ein bisschen weit weg. Da sollte ich wieder zur Schnellreise gehen. Huch, nee. Karte aus. Tschüss. So. Ach, Skellige, du bist immer noch so schön. Sind die Wölfe immer noch hier? Ja. Ach, diese blöden Wölfe. Lass mich doch bloß in Ruhe. Hier können wir eh nicht das Wasser reichen. Höchstens ein Malzbier. Hm, Malzbier hätte ich jetzt schon Bock drauf. Vielleicht muss ich nochmal einkaufen gehen. Oh, so ein Malzbier, das wäre jetzt eigentlich was. Huch. Oh, das ist, wenn man plötzlich auf die Taste drückt, dann haut er die Luft. Ich will keinen stinkenden Mann haben. Ich will keinen stinkenden Mann haben. Das kann ich sehr gut verstehen, will ich ja auch nicht. Low Pfoten. Die sind so low, die Pfoten. Du musst die Pfoten low halten, dann fließt das Blut besser. Wenn du die Pfoten nämlich high hältst, dann fließt das Blut aus den Pfoten in den Körper rein und die werden so ein bisschen taub. Ach stimmt, die sind noch ein bisschen am Heulen, weil weil hier so ein Angriff der wilden Jagd stattfand. Aber ich werde die wilde Jagd auch in eurem Namen zerschmettern. Guck mal, Rehlein. Und sie haben Angst vor mir. Ich soll hier hoch? Führt der überhaupt einen Weg lang? Offenkundig ja. Ah. Wäre mir so gar nicht aufgefallen. Warum ruckelt das denn jetzt so ein bisschen? Tut das gerade Not? Nein, sage ich, tut es nicht. Ah, Wölfies. Natürlich, ja. Brennt ruhig ein bisschen, ist in Ordnung. Ich gebe euch die Erlaubnis zum Brennen. Einer ist noch über, der steht da rum und heult. So. Hier wird nicht rumgeheult. Wenn hier einer rumheult, dann bin ich das ja wohl. Oha, oha, wir kommen bestimmt gleich ins Rutschen hier hoch, oder? Nee, noch geht's. Was finden wir hier oben denn? Ah, ein Troll. Trollobert. Ein Reistroll, der baut hier oben Reis an in den Bergen. Ja, okay. Oh. Hast du... Wie, der hat keine Überreste, die ich looten kann. Was soll das denn? Ich will seine gammligen Überreste looten und da ist nix. Hallo. Gut, dann müssen wir hier wohl ein bisschen uns umsehen. Ich sollte mich ein wenig umsehen. Habe ich gerade gesagt. Kannst du mir mal zuhören, wenn ich was sage? Lass mich raten, ich muss da unten rein. Wahrscheinlich muss ich da unten rein. Ich gucke aber erstmal hier oben, ob hier noch ein bisschen Nostrix wächst. Da können wir es aufs Zahnfleisch reiben. Dann sehen wir alles gelb. Ja, wir müssen offenkundig in das Loch im Boden klettern. Ganz offensichtlich. Ja, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Wir jumpen da einfach mal rein. Da unten, da dampft doch schon irgendwas und da liegen Leichen rum. Was machen die denn hier? Oh! Oh shit, jetzt habe ich mich selbst angezündet. Das war sehr clever. So, hier, Truhen plündern, ganz schnell. Da ist nur Asche drin, da ist nur Zeug drin. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Ja, regenerieren die Vitalität doch ruhig ein bisschen schneller.
Wir müssen uns beeilen da drin und wir müssen viel Energie haben, weil wir werden uns gleich sicher wieder selber vergiften. Ich werde das immer kurz schön regenerieren. Ja, füll dich auf. Schneller, schneller. So, so gut wie voll. Wir machen einmal Quick Save. Wir fackeln hier einmal ab. So, was haben wir hier noch? Da ist noch irgendwas drin. Wo ist denn hier? Ich will das Schema haben. Da ist das Schema. Wir haben es, wir haben es. Nichts wie raus, nichts wie raus. Yes, Schema gefunden. Können wir wieder aus dem Loch klettern. Höp. So, nächstes Schema. Wir müssen sie alle finden. Wir wollen sie alle finden. Okay, Greifenschulenausrüstung, Verbesserung. Ja, wo müssen wir da hin? Ah, da drüben irgendwo. Aha, da ist sogar noch ein Fragezeichen. Ich glaube, da war ein riesiger Gegner, der zu hart für uns war. Deshalb sind wir da nicht weitergekommen. Gut, also wieder zurück zum Wegpunkt. Die Pfoten low halten. Ihr kennt das ja, habe ich alles schon erwähnt. Oh, Vorsicht. Hier wird es ein bisschen steil. Ja, wir rutschen ein bisschen. Geht schneller. Oh, tote Wölfe. Wer hat die denn alle umgebracht? Das war bestimmt die Ziege hier unten. Die Mörderziege hat da die Wölfe umgenietet. Geil. Gegrilltes Hühnerbrötchen. Hm, lecker. Hätte ich jetzt auch Bock drauf, ehrlich gesagt. Dazu ein Malzbier. Dazu eine Runde Curling im Fernsehen gucken. Das wär's jetzt. Läuft irgendwo Curling? Weiß das jemand? Ja, ihr könnt aufhören rumzuheulen. Das ist ja schon Wochen her, dass alle, die ihr geliebt habt, gestorben sind. Also wirklich, reißt euch mal am Riemen. Ich habe viel Wichtigeres zu tun. Ich muss uralte Schemata finden. So. Zu Rotbach und dann laufen wir da mal den Weg hinauf. Das sollte ja rucki zucki gehen und wir sind ja auch jetzt Level 31, glaube ich. Da sollte was auch immer dort oben auf uns lauert eigentlich kaum eine Bedrohung noch darstellen. Das ist auch das Richtige. Achso, das ist gerade nicht... Warte, ich muss so das aktivieren, dann zeigt mir auch den Weg richtig an. Ach ja, das Dorf hier war ja leer. Warum eigentlich? Sieht alles ganz gut aus. Guck mal, hier hängen noch Klamotten auf der Leine. Hier sind keine Feinde oder sowas, die hier rumlaufen. Wo sind die ganzen Bewohner hin? Die feiern bestimmt gerade irgendwo. Oder die wurden von den komischen Puhvögeln da hinten gegessen. Kann auch sein. Ich mach mal die Armbrust. Dann holen wir die mal vom Himmel. Dann ist der Spuk aber ganz schnell vorbei da oben. Na, ihr Spookies? Kommt doch mal her. Wer will zuerst? Kommt schon, greift mich an. Ihr wollt es doch auch. Was jetzt, du Stück Dreck? Ihr wollt es doch auch. Na? Na? Genau, komm einfach her. Die kommen einfach zu mir runter. Ich muss sie nicht mal runterschießen. Huch. Die sind aber ganz schön flink, muss ich sagen. Aber keine Chance gegen einen schnellen Schwerthieb vom Meister-Monster-Schlechter. So nämlich. So, für die Schnauze voll. Ich werde hier doch runtergeschossen. Die komischen Hühner hier. Ihr verrückten Hühner. Ihr seid mir sonst so ein paar. So. Und Pico auch noch. Oh, das waren alle? Das waren alle. Ja. Yeah. Ihr gebt mir nicht mehr auf den Sack. Und wenn doch, dann hau ich halt nochmal zu. Bis ihr mir nicht mehr auf den Sack geht. Waren alle? Waren alle. Gut so. Okay, jetzt muss ich da oben noch hin. Bei den Ruinen, da war das bestimmt, oder? Da war doch ein fieser Gegner. Da war doch, war da nicht irgendein Zyklop oder so? Ja, yep, da läuft ein Zyklop rum. Nö, beziehungsweise er setzt sich erstmal in Ruhe hin. Okay.